Mehr können wir jetzt nicht tun. Wir sequenzieren weiter gestörte Erinnerungen, deswegen haben wir Probleme. Was schlagen Sie vor? Wenn wir mit Chase Leben in den Kolonien fortfahren, erhalten wir bessere Ergebnisse aus den Paris-Erinnerungen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Lade jetzt die nächste Erinnerung hoch. Jay Cormack, ihr seid wohl der neue Dozent für Vorläuferarchäologie. Ich bin kein Experte, Sir. Ich sah nur, was Assassinen mit diesen Orten vermögen. Ich verbrachte Jahre, Vorläuferspuren zu verfolgen. Sagt mir, was ihr seid. Nun, ich weiß, dass Assassinen und Templer Edensplitter suchen. Mächtige Waffen, suggestive Äpfel. Diesmal ist es anders. Wir fanden keinen Apfel, nur einen Baum. Diese Tempel halten die Erde zusammen wie Wurzeln. Stört sie und Haiti fällt oder Lissabon. Oder ein anderer Ort auf dem Manuskript. Und die Assassinen mischen sich blind in diese Strukturen ein? Ja. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden weitere Städte untergehen. Verstehe. Wir haben Kenntnis von Assassinenaktivitäten nahe vor Louisburg. Wir treffen einen Royal Navy-Offizier, James Cook. Er hat einen Auftrag erhalten, der strategisch wertvoll sein könnte. Gist hat die Karten. Sehr gut. Ich breche bald auf. Colonel Monroe war voll des Lobes, Shay. Er ist überzeugt, dass ihr einer unserer Besten werden könntet. Also, enttäuscht mich nicht. Habe ich nicht vor, Sir. Gist, wisst ihr, warum der Großmeister so an Kapitän Cook interessiert ist? Nun, Sir, er ist klug und ambitioniert. Sein Wissen als Seefahrer sucht seinesgleichen. Und wenn ich meiner Lieblingsbardame in Halifax Glauben schenke, hat er gerade ein eigenes Kriegsschiff erhalten. Er ist auch Experte im Entschlüsseln von Geheimcodes. Ein solcher Mann kann unserer Sache zugutekommen. Die Art von Mann, die wir im Orden begrüßen sollten? Nun, er ist mein Freund, aber er zeichnet sich durch eine peinliche Redlichkeit aus und jegliche Arglist liegt ihm fern. Das macht die Geheimhaltung etwas schwierig, vor allem da sein mathematisches Gehirn gut im Knacken von Codes ist. Seht ihn als Verbündeten, aber achtet auf eure Worte. Ich verstehe. Ich hörte, Louisburg sei eine Schlüsselstellung in diesem Krieg. Wenn die Royal Navy das vornimmt, steht ihr der St. Lorenz offen. Dann kommen Quebec und Montreal. Das Blatt wendet sich. General Wolfe wird dem feigen Montcalm eine Abreibung verpassen. Darauf freue ich mich schon seit vor William Henry. Wenn der verdammte Krieg aus ist, bringen wir diesen Kontinent endlich Ordnung. Ich fürchte, dazu bedarf es mehr, Freund. Da ist sie, die HMS Pembroke, Captain James Cooks Schiff. Ein Prachtstück. Kriegsschiff, voll bewaffnet. Wir sollten mit der Morrigan längs gehen. Master Kenway wartet sicher schon.
Willkommen an Bord, meine Herren. Schön, euch zu sehen, Captain. Captain Shay Cormac, Captain James Cook. Es ist mir eine Ehre. Ganz meinerseits. Captain Cook hat eine recht beunruhigende Kriegslist aufgedeckt, die unsere Informationen bestätigt. Jawohl, eine Flotte der Royal Navy ist auf dem Weg nach Louisburg. Die Franzosen planen einen Überraschungscoup gegen sie, falls der Angriff gelingt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Gentlemen, die Schlacht um Louisburg könnte sehr wohl der Wendepunkt werden, der diesem Krieg schließlich ein Ende setzt. Also was mich betrifft, ich habe genug vom Krieg. Möchtet ihr dann nicht das Kommando, Captain Cormac? Ich bin sicher, ihr genießt es, ein Schiff zu steuern mit echter Feuerkraft. Das sollte ich wohl, Captain. Wolf, Lawrence und Whitmore führen die drei Divisionen der Royal Navy. Wer ist Kommandant? Major General Amherst, persönlich, zurück aus Hannover. Ihr findet Interesse am Krieg, Shay? Ich möchte euch nicht enttäuschen, Sir. Oh Gott! Brander! Falls sie durchbrechen, vernichten sie unsere Flotte! Dann sollten wir das verhindern. Ich erkenne das Schiff, Sir! Es ist die Ekkato Krede! Adewale. Welch Glück für ihn, dass wir andere Ziele haben. Abgemacht! Wir müssen diese Brander loswerden. Von ihr fort!
die Mörser abfeuern, Captain! Wir müssen den Brander versenken oder von hier fort! Bereit, Captain! Noch mehr Feinde hören! Und weitere Brander! Es ist hoffnungslos! Vielleicht sollten wir uns zurückziehen! Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain! Es ist noch nicht vorbei, Männer! An die Kanonen! Ja! Feuer! Position! Feuer! Oh Mann, in die Rahen auf dem Wind! Sie gehen runter! Feuer! Achtung auf den Kurs, Captain! Wir sind genau in ihrem Weg! Wir müssen den Brander versenken oder von ihr fort! Wir sind genau in ihrem Weg! Wir müssen den Brander versenken oder von ihr fort! Ich glaube, Master Kenway hat recht, Captain. Mörser könnten sich als vorteilhaft erweisen.